Liebe Friedensfreunde, bevor ich anfange, möchte ich eigentlich allen erst einmal danken, die hier sind. Denn es ist gut, nicht nur des Themas wegen, sondern auch um eine Tradition zu bewahren, die wieder an Bedeutung gewinnt. Und ich möchte besonders denen danken, die die Organisation gemacht haben. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Also herzlichen Dank alle denen, die sozusagen auf der richtigen Seite stehen. Siegfried Lenz hat bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gesagt, wir müssen das Wort nehmen, wenn der Frieden bedroht ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt heute, denn wir sind an einem Wendepunkt in der Weltgeschichte, wo der Frieden wieder gefährdet ist. Wir sind gefordert, weil alles andere wäre ein beispielloses geschichtliches Versagen. Denn die Politik scheint offenkundig gefangen zu sein in einem alten Denken, das nicht aus den Strukturen von Konfrontation und Stärke herauskommt. Der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi hat vor mehr als 100 Jahren die Umwälzung beschrieben, die dann in das Katastrophenzeitalter einschließlich des 30-jährigen Krieges des letzten Jahrhunderts geführt haben. Es begann mit Nationalismus und Militarisierung und endete in Faschismus, Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Ich sage das, weil wir im Augenblick in einer Situation sind, wo wir Gewalt ausüben, auch in einer Zeit, in der es keine Waffen gibt, die laut geführt werden. Es gibt auch Gewalt ohne Krieg. Und genau darum geht es, wenn man die Situation der Welt sich heute anguckt und die Aussage, unser Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert alter und neuer Gewalt und erbitterter Verteilungskämpfe oder es wird ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit und Demokratie, ist richtig. Leider erleben wir, dass es eher im Augenblick ein Jahrhundert neuer Gewalt und erbitterter Verteilungskämpfe wird, als ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit. Kurz, Nachhaltigkeit hieße, den Krieg gegen die Zukunft, den wir heute führen, zu beenden oder, wie es der Bürgerrechtler Jesse Jackson sagte, wir müssen endlich die Party auf Kosten der Armen, der Natur und der Zukunft beenden. Wir haben wirklich Anlass, uns um die Zukunft und um den Frieden zu sorgen. Nicht nur, weil es als Antwort auf die ungelösten Probleme eine zunehmende militärische Eskalationsdynamik gibt, nicht nur wegen neuer Hochrüstung, nicht nur wegen neuer Formen der Konfrontation. Mit besonderer Sorge sehen wir, was beispielsweise in Europa entlang der 1300 Kilometer langen Grenze zu Weißrussland und Russland stattfindet. Alleine im letzten Jahr hat sich die Zahl der Manöver verfünffacht. Es finden immer mehr sogenannte Alarmübungen statt und vor allem Stationierung schwerer Waffen. Wer mit dem Feuer spielt, muss sich nicht wundern, wenn es brennt. Wir wollen und wir müssen alles tun, dass es nicht brennt. Das ist das eine. Aber Frieden ist mehr als eine Zeit ohne Krieg. Wir machen uns Sorgen über die Folgen der sozialen Spaltungen, der ökologischen Gefährdungen. Sie machen die Welt zu einer ebenso zerbrechlichen wie gewalttätigen Einheit. Lasst mich nur ein paar Punkte nennen. Wir sind besorgt um das soziale Elend, das jederzeit explodieren kann, beispielsweise in den Slums der Welt, wo heute bereits über 1 Milliarde Menschen leben. Über 1 Milliarde Menschen leben in Slums. Nach den Schätzungen der Vereinten Nationen
werden es zur Mitte dieses Jahrhunderts mindestens 2,5 Milliarden Menschen sein. Oder wir machen uns Sorgen, dass in 20 Jahren in 30 Ländern der Erde die Ernteerträge um mindestens 30% zurückgehen werden. Was das alles beispielsweise für Fluchtbewegungen bedeutet, kann man sich gar nicht ausmalen. Oder wir machen uns Sorgen, dass wir bereits heute in den Epizentren des Klimawandels Menschen zu Opfern von Überschwemmungen und Trockenheit machen. Das heißt, Krieg ist nicht nur eine Frage von Waffen. Es ist auch und vor allem zugespitzt eine Frage von Waffen. Es ist aber auch eine Frage unseres alltäglichen Verhaltens, unseres alltäglichen Konsums, unserer alltäglichen Wirtschaftsweise. Und deshalb, was Polanyi mit der großen Transformation beschrieben hat vor 100 Jahren, als Erklärung für die Katastrophen, die vor allem Europa gespalten und zerstört haben. Diese Gefahr besteht auch heute. Damals waren es zwei Epochen, die aufeinanderprallten. Die zweite industrielle Revolution auf ein im Kern noch mittelalterlich feudalistisches Regime. Und heute ist es der niedergehende Nationalstaat mit seinem Wachstumsglauben gegen die Globalisierung und Digitalisierung der Welt, die zugleich an ökologische Grenzen gerät. Wenn dieser Konflikt nicht politisch gelöst wird, und politische Lösung heißt andere Wirtschaftsordnung, mehr soziale Gerechtigkeit, ökologische Verträglichkeit, dann ist genau das die Quelle und die Ursache für Krieg und Gewalt in der Welt. Wer Frieden will, muss die Gesellschaft ändern. Wer Frieden will, muss vor allem zu einer internationalen Kooperation kommen, die den Menschen und seine Würde an die Spitze setzt und nicht Macht und Gewalt. Ihr wisst es, Paul Celan hat in seiner Todesfuge geschrieben, dass Deutschland der Großmeister des Todes war. Ich glaube, wir haben die Verpflichtung und wir sollten sie nutzen, dass wir der Großmeister